Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute ist es mal wieder eine Episode des Online-Marketing-Lexikons von Mehr Geschäft. Und deswegen, worüber sprechen wir heute? Heute geht es einfach mal um die Definition, was ist eigentlich eine Zielgruppenanalyse? Auf geht's! Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video sprechen wir mal so wieder über die Grundlagen im Online-Marketing. Das heißt, wir überlegen uns einfach mal, was ist denn eigentlich eine Zielgruppenanalyse? Und wir haben uns gerade schon alle tierisch darüber beömmelt. Die Jungs nämlich gar nicht. Ich fand es mega witzig, was ich hier vorne für ein Zeichen gemacht habe. Ich weiß es selber noch gar nicht so genau. Was ist eine Zielgruppenanalyse? Beziehungsweise wofür ist sie eigentlich gedacht? Also eine Zielgruppenanalyse ist deswegen so wichtig, weil du ja als derjenige, der Leuten etwas anbietet, ob jetzt ein digitales Produkt, ein physisches oder auch eine Dienstleistung, du möchtest ja, dass so viel wie möglich dieses Produkt kaufen. Das heißt also, Produkt nehme ich jetzt einfach mal für alle drei Kategorien, ja, digital, physisch und Dienstleistung. Das heißt, wir wollen ja wissen, an wen bringen wir eigentlich dieses Produkt dran? Das heißt, da musst du also hingehen und einfach mal überlegen, für wen ist das Produkt eigentlich? Das heißt, du musst deine Zielgruppe zum einen definieren. Das heißt also, du musst sagen, das sind Menschen zwischen 18 und 42 Jahren, die interessieren sich für das und für dies, männlich, weiblich. Das heißt, du musst einfach mal für dich definieren, was ist eigentlich meine Zielgruppe? Das heißt, wenn du nachher dann auch hingegangen bist und gesagt hast, okay, das ist meine Zielgruppe, macht es natürlich auch Sinn, das noch weiter aufzubohren, indem du halt eben hingehst und sagst, okay, was interessiert eigentlich meine Zielgruppe? Weil darauf natürlich auch so ein bisschen die Ansprache, die Kommunikation an sich natürlich eine ganz andere ist, als wenn du es eben nicht weißt. Ja? Zielgruppenanalyse hat aber vor allen Dingen auch den Hintergrund, dass du die Menschen so einschätzt, dass es nicht nur in der Kommunikation wichtig ist, dass sie sich angesprochen fühlen und abgeholt, sondern vor allen Dingen auch deswegen, weil du ja auch wissen möchtest, dass diese Leute nachher in der Lage sind, dieses Produkt zu kaufen. Das heißt, es macht ja gar keinen Sinn, das Produkt an Leute zu geben, die das nachher entweder gar nicht kaufen würden oder vielleicht gar nicht kaufen können. Nehmen wir so als Beispiel, du hast irgendwie eine HiFi-Anlage oder einen Fernseher oder ähnliches. Dann ist es in der Regel so, dass das einfach hauptsächlich für die Männer interessant ist. Also bei meiner Frau wäre es wahrscheinlich wieder so, dass sie sich auch dafür interessieren würde, aber ich kenne auch viele Frauen, die das halt überhaupt gar nicht interessiert. Ja, Hauptsache der Fernseher läuft. Deswegen geh hin und analysiere diese Zielgruppe, um zu gucken, was interessiert die eigentlich und vor allen Dingen, wo finde ich die überhaupt? Also auf welchen Plattformen bewegen die sich denn? Ich meine, es gibt Facebook, es gibt Google, es gibt Xing, Xing gibt es. Es gibt noch viele, viele andere Plattformen, Foren und ähnliches, wo du einfach mal überlegen musst, okay, was interessiert die Leute eigentlich, wie möchten sie angesprochen werden? Und deswegen ist halt eben eine Zielgruppenanalyse extrem wichtig, weil das ist letztendlich die Basis für dein Online-Business. Weil wenn du diese nicht hast, dann wirst du niemals Geld mit dem Ding verdienen, weil du weißt nicht, wie die angesprochen werden, geschweige denn, wie sie kaufen, wo sie kaufen. Das ist also super, super wichtig. Also gehe hin. Mach eine Zielgruppenanalyse. Kannst du über verschiedene Wege machen. Du kannst den Google Keyword Planner benutzen. Du kannst aber auch, und das machen irgendwie total wenige, so diese Google Suggest Funktion. Das heißt also, wenn du dein Thema eingibst bei Google, dann kriegst du in der Regel immer einige Vorschläge. Das heißt, da kannst du dich auch schon mal dran orientieren. Ja? Gibt also viele kleine Tricks, an denen du halt deine Zielgruppe noch näher identifizieren kannst, damit du eben ihnen genau das ausspielen kannst, was für sie interessant ist, wo sie dann nachher sagen, deswegen kaufe ich das Ding. Kurzes Video zum Thema Zielgruppenanalyse. Falls euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Ansonsten, wenn ihr noch irgendwelche Sachen loswerden wollt, was wir noch nicht hatten im Online-Marketing-Lexikon, schreibt es hier gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, abonniert den Mehrgeschäft-Kanal. Geilster Scheiß auf dem Online-Marketing-Planeten. Ansonsten in diesem Sinne wünsche ich euch noch ein ganz, ganz tolles Wochenende. Bis zum nächsten Video, euer Dominik.